Willkommen zurück zu ARK Survival Evolved. Wir werden, ehrlich gesagt, gar keine Ahnung, was wir heute machen sollen. Ich habe so ungefähr noch eine halbe Stunde Zeit, dann ist Ende, dann muss ich, dann will ich mir gerne einen Stream angucken, einen von HDK. Und zwar gucke ich mir, The Legend of Zelda, wie heißt das? The Wild Breath, ne? Wild Breath war es, glaube ich. The Breath of Wild war das, genau. An. Und, ich freue mich da eigentlich schon ganz drauf. Ich konnte mir den eigentlich schon per Let's Play bei anderen anschauen, aber ich hatte gar keine Lust drauf. Ich wollte mir das ganz gerne per Stream anschauen. Weil es einfach, ich weiß nicht, irgendwie ist es für mich angenehmer, gemütlicher, bequemer, wisst ihr? So, warum stehst du da? Warum sind da schon wieder Tiere? Das ist Paolo Galo. Ja gut, die sind ja nicht so gefährlich, ne? Als Tiere, als Gegner, als Feinde, als NPCs. Aber die anderen Tiere sind so, ne? Die einmal angreifen können, die sind scheiße. Willst du eigentlich noch wissen, wo wir bauen? Nö, weiß ja schon. So, oh, meine Frisur. Hehehe. Ja, ihr könnt auf jeden Fall dem Video schon einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, ein Abo da lassen. Und wir werden vielleicht was mit den beiden Spinos machen. Das ist nämlich schon enttäuscht. Okay, ich weiß ja schon. Was ist das? Ja. So, ich will ja nicht, wer ist das? Abservieren. Ich will ja nicht abservieren. Warum eigentlich auch? Bringt ja nichts. Ich würde ganz gerne heute mal wieder meine normale Rüstung nehmen, weil ich habe gemerkt, dass die hier, die wird ein bisschen warm. Sehr warm sogar. Und ich habe eigentlich keine Lust, so viel Zeug zu verbrauchen. Und ich muss die eigentlich mal reparieren, ne? Und ich brauche Wasser. Außerdem brauche ich Sättel für den da. Ich muss den irgendwie noch rausbekommen. Ich weiß gar nicht wie. Also irgendwann hat er irgendwas angegriffen, gejagt, ist dann da hängen geblieben und das war irgendwie voll dämlich. Ja, na ja gut, ich weiß zumindest, wo sie sind. Zitale habe ich ja ausgemacht. Da habt ihr mir ja erlaubt. Was ist das denn? Ist das ein Fisch? Ja, ein ganz normaler Fisch. Ich hoffe, die sind doch raus. Ich hoffe, der Befehl war richtig dafür. Ich habe da nämlich so meine Bedenken, müsst ihr wissen. Ich bin ein gebranntes Kind. Sieht aber ganz gut aus. Das sind, ja, alles normale Fische. Das ist gut. Lass uns das einfach so. Dann, wir müssen die Kibbelfarm erweitern und ich muss sie auch weiter zubauen, weil ich mich keine Lust habe, dass da irgendwann einmal ein paar freche, gemeine NPCs der Meinung sind, einzubrechen, kaputt zu machen, weil ihr habt geschrieben. Die haben Raketenwerfer, die Dreckspastis. Das heißt, die kommen hier rein, wenn sie wollen. Aber sie spawnen vermutlich eher selten hier. Aber auf sowas möchte ich mich einfach nicht verlassen können. Ich muss mal überlegen, wie ich die Tiere hinstelle. Wir haben jetzt uns einen gewissen Platz hier abgesichert und den muss ich eigentlich auch mal richtig nutzen. Und ich glaube ganz ehrlich, die Schafsherde, in Anführungszeichen, mache ich einfach hier hin, hier oben hin. Dann können wir hier oben grasen, sich vermehren und glücklich sein. Die Demorphons, oh, da brauchen wir noch eine Armee von, ne? Aber die werden eh nicht überleben, sobald die Großen kommen. Sobald die Extinction Mod kommt. Dodotame! Oder auch nicht. Aber es macht Spaß, sie zu spanken. Ja, Namen. Genau, das wollte ich ganz kurz machen. Ich wollte einen Namen vergeben. Ich habe den noch nicht aufgeschrieben. Das heißt, wir suchen die eben kurz zusammen raus. Ich neide das Ganze aber zusammen, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Ihr habt auch geschrieben, ich kann den Caprozuchus einfach mit C Tiere graben lassen. Das macht dann keinen Schaden. Aber es wird einfacher, weil ich ihn überspringen muss. Wo habe ich ihn hingetan, das Männchen? Ich glaube da rein, ne? Ich glaube, das ist mit hier reingeflogen. Ja, da steht er. Für die Kibbeltiere weiß ich nicht, ob ich hier einen Namen raussuche. Ich finde, es sind ein bisschen überflüssig für Kibbeltiere. Ich schaue mal ganz kurz, ob ich einen Namen finde. Ich glaube, ich habe einen guten gefunden. Der gefällt mir. Ich hoffe nur, dass der einer war, der die Folge sich auch angeguckt hat und nicht einfach auf Verdacht sich gesagt hat, komm, ich hau jetzt mal einen Namen raus und den musst du nehmen. Ne, weil diejenigen, die sich die Folgen angucken, die sollten eigentlich bevorzugt werden. Aber der Name gefiel mir, deswegen nehme ich den. Wir haben aber allerdings noch den weiblichen Spino, den wir den Namen geben wollen. Und die Tiere, die wir gestern getamed haben, die kriegen dann morgen ihren Namen. Habe ich erzählt, dass ich das so machen möchte, dass die Leute halt die Chance haben, auch die ganzen 24 Stunden bis zur nächsten Folge, die Chance haben, einen Namen zu vergeben und dass er dann eher drangenommen wird. Weil sonst, du bist scheiße, wenn du Beam nachmachst. Ja, genau, ihr habt recht geraten. Ich habe damals Beam nachgemacht. Und es war sogar einer dabei, der mich deswegen beleidigt hat.
Finde ich übrigens ziemlich traurig, wenn halt Leute der Meinung sind, beleidigen zu müssen, nur weil man vielleicht jemanden nachmacht. Ich meine, wenn es darum geht, wie YouTube funktioniert, dann hat jeder irgendjemanden mal was nachgemacht. Ich könnte sagen, jeder, der mal mit Minecraft gespielt hat, der hat Gronkh nachgemacht. Jeder, der Horror Games spielt, hat PewDiePie nachgemacht. Jeder, der eine Facecam benutzt, hat PewDiePie nachgemacht. Jeder, der Let's Plays macht, hat dem ersten Typen, der mal ein Let's Play gemacht hat, nachgemacht. Versteht ihr? Gute Dinge fangen damit an, dass man sie jemand anderen nachmacht, nicht wahr? Irgendwie sowas. Gut, nee, das ist ein Männchen? Du bist ein Weibchen. Ja, das Problem, ihr habt noch keinen Namen für den rausgelassen, weil ihr einmal nur den Dingens gesehen habt, den Caprochocus. Deswegen habe ich natürlich jetzt keine weiblichen Namen. Deswegen nehme ich einfach den ersten, den ich hier finde. Und das ist... Beam? Soll ich den Spinum Beam nennen? Ich glaube, dann hassen mich ganz viele Leute. Deswegen nenne ich ihn nicht so. Spinner Clara. Ich nehme einfach den Namen. Der ist okay. Spinner Clara. Ja, gut genug, finde ich. Wie ich ihn herausbekomme, weiß ich noch nicht. Wir können ja Babys machen. Haben wir Spino-Babys in dem letzten Mal schon mal gemacht? Ich glaube nicht, oder? Doch, haben wir schon. Ich bin mir gerade nicht sicher. Nein, wir haben getamed. Ich habe Weibchen getamed, habe noch keine Babys gemacht. Gut, dann versuche ich mal, den irgendwie da rauszubekommen. Da brauche ich ein bisschen Platz. Oder, ich gucke mal ganz kurz, ob ich ein paar Dingens habe. Ob ich, wie heißen sie? Sättel für die habe. Dann, wenn ich einen zu viel habe. Komm, sag mal, ich habe zwei Sättel da stehen. Keine zwei Sattel. Guck mal, Spinella ist schon... guck mal, ich weiß, wer das ist. Haben wir die getamed oder sind das Zuchttiere? Kein, das war ein Wilder. Ey, kack mich nicht an, wenn ich hier gerade auf deine Stadt gucke. Warte, hier muss ich nachgucken. Ich glaube, der war auch nicht, ne? Der hat keinen Stammbaum. Hast du einen Stammbaum? Nein, ihr wart wild. Super, wir haben noch keine Babys gemacht. Das heißt, wir haben Freiheit. Wir dürfen Babys machen. Ganz ehrlich, ihr braucht keinen Sattel mehr, ihr seid schon alle geparkt. Ich muss die aber noch weiter zumachen, weil ich habe nämlich wirklich Sorge, dass die Wilden sehen, dass hier was lebt und hier angreifen deswegen. Das macht mir echt die meisten Sorgen. Die haben... Ey, schubst mich nicht weg! Das ist Schiebung, du Arsch! Die... Warum gibt er keinen Eierbuff? Seht ihr das? Die da hinten haben alle einen Eierbuff. Die hier aber nicht. Da, jetzt. Warte mal. Ah, jetzt, okay. Hat gerade eben irgendwie nicht ganz funktioniert. Das hat mich ein bisschen irritiert. Okay, jetzt haben sie einen Eierbuff. Hat mich schon gewundert, warum legen die keine Eier? Vermutlich wurden die Eier einfach hier schon eingesammelt. Aber jetzt haben wir es. Wir haben noch den Allosaurus. Wir haben endlich ein ganzes Pack hier. Die muss ich auch noch hinstellen. Oh Mann. Ich brauche mal kurz Valentin und... Das muss ich ausschalten. Dass sie bei Strukturen spawnen können. Aber ich weiß nicht wie beim Server-Manager für den PC. Da ging das ganz einfach. Bei Nitrado habe ich keine Option dafür gefunden. Ich muss da offenbar wieder was in der Game-Ini eintragen. Das ist eigentlich mal voll nervig. So, mal gucken, was Marksman gebaut hat. Ob der da schon eine Abwehr gebaut hat. Nur Stein oder... Nee, guck mal, aus Metall. Großartig. Und genauso, wie ich es gesagt habe, wie der machen soll. Weil nämlich jetzt die Wilden, ich nenne es jetzt nur die Wilden, diese Buschmenschen, wenn sie nämlich kommen und hier runterspringen, dann können sie nämlich nicht bei mir landen, weil das nämlich so versetzt ist. Außer natürlich, die gehen hier auf die Steine hoch. Dann können die einfach reinklettern. Das ist natürlich dann wieder Mist. So, mal gucken. Hat er irgendwas schön... da. Ja, also meiner Meinung nach hat er ruhig ein bisschen weiter in diese Richtung dazu bauen können. Dann hätte der mehr Platz zum Bauen. Aber ich denke mal, das reicht eigentlich aus. Man kann ja immer noch erweitern, nicht wahr? Joa, das sieht doch ganz in Ordnung aus. So, die Beeren. Ja gut, die Beeren, das war bei ihm. Ich weiß nicht warum. Die machen sich gut bei ihm, der hat nämlich sonst nichts da. Sonst alles grau und grau. Wir haben den Fluss, wir haben das Meer... Genau da, wo der Fluss seinen Endpunkt hat und sich neu verbinden muss, da haben wir dann die Mauer gestellt.
Dann gucken wir mal erstmal, ob wir denn nicht Spinner Clara da rausbekommen, ne? Wer wohl lacht. Hold E for equip saddle. Zack. Und jawohl, das ging ziemlich einfach. Aber da haben wir natürlich ein paar... Ach Mann, das gibt es doch nicht. Hey! Dieter, du bist im Weg. Dieter, geh weg. Dieter, Dana. Mobs. So. Wir haben noch Level 20. Killed, Bitches. Dann möchte ich jetzt wirklich mal ganz gerne gucken, ob ich dir nicht so ein schönes kleines Baby rausbekomme, das total süß ist. So ein Baby-Spino. Und... Liebt euch. Wir können mal gucken, was wir für Werte haben. Vielleicht kriegen wir so gute Werte bei raus. 3700, 278. 4700, 256. Mama ist aber deutlich besser als Papa. Naja, in der Natur sind die Weibchen meistens auch größer als die Menschen. Ich weiß nicht warum. Aber es ist einfach so. Oh, unser Prokoptodon. Boing. Perfekt. Ich musste einfach noch einmal springen. Das ist so toll mit denen. Können die sammeln? Ne. Können gar nichts. Okay. Dann steh rum und seh gut aus. Und der Rex muss da weg. Der lockt uns einfach nur die Buschmenschen an, wenn die dann mal kommen. Ich kann den eigentlich mal ins Wasser stellen, aber nicht, dass er mir auch ertrinkt. Das wäre ziemlich peinlich. Gut. Ich mach mal kurz hier Babys. Der Raptor. Soll man Raptor-Babys machen? Du bist ein Männchen. Warte mal. Wir haben doch noch ein Weibchen, das ganz gut ist. Die Laura? Die Laura war das. Ich weiß gerade gar nicht, ob Kirsche besser ist. Nee, Kirsche war es bestimmt nicht. Doch, Kirsche. Der ist eigentlich ziemlich gut, Kirsche. Ist aber auch ein Männchen. Na, machen wir einfach das. Wir machen uns jetzt einfach ein Spino-Baby. Und wir machen uns ein Raptoren-Baby. Weil Raptoren-Baby hatten wir noch nicht. Ich will die ganz gerne. Die sind süß, weil die so klein sind. So doof aussehen. Also wirklich, die sehen richtig schön doof aus. Knack, 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 knack. Wir sehen die. Und der springt dann noch einmal. Wie schön. Für ihn. Nicht für uns. Das nervt nämlich. So, ganz nah ranstellen, weil... Die werden nämlich gleich sonst sehr, sehr doof. Ah! Raptoren und ihre Schwänze. Die einen immer... Ich hab die noch im Inventar. Ich glaub's ja nicht. Die drücken einen immer so dämlich weg. Das nervt. Aber okay. Aber okay. Darf ich mal hier hin? Danke. Fast richtig. Okay. Follow, 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 follow. Na! Lass mich doch vorbei. Wendering. Wender. Oh, was war das? Enable. Enable Wendering. Hat doch einfach das Symbol da verändert. Wendering. Weg. Enable Wendering. Oh, guck doch mal nicht so darunter, dass es mich nervt. Und los geht's. So, Mating with Spin. Nakala, Mating in Progress. Was ist bei dir aus? Oh, du bist auch gematet werden. Sehr gut. Gut, dann sehen wir uns, wenn sie Liebe gemacht hat, ne? Hat. Haben. Lange dauert es nicht mehr, bis die Eier gelegt werden. Nur noch Sekunden. Und? Da freuen sich aber ein paar, nicht wahr? Folgen, folgen, folgen. Wo willst du hin? Warte, dann kriegen wir. Hab dich. Perfekt. Die Eier sind verschwunden. Großartig. Und weil ihr so lange gewartet habt, ihr seid einfach doof. So, Disable Wendering. Ah, es wird wieder rumgeschubst. Disable Wendering, Disable Wendering und Disable Wendering. Wir werden heute... ich habe überlegt, was wir noch machen können, weil ihr dürft natürlich auch aufhören, mit zu folgen. Wir werden die Kibbelfarm erweitern und zwar mit den Tieren, die uns noch fehlen. Das sind hier vor allem die Raptoren, das sind die Dillos und es sind die beiden hier. Das heißt, wir besorgen uns auch noch ein Weibchen. Ich glaube kaum, dass ihr in die Kibbelfarm müsst. Von euch haben wir mehr als genug Eier. Und ich glaube sogar, dass wir von denen sogar ein paar Fertilizer-Eier verwenden können. Um ganz gediegen Kibbel draus machen zu können. Wo sind denn jetzt die Eier gelandet? Jetzt muss ich echt suchen, das gibt's doch nicht. Haben wir hier noch ein paar drin? Raptor? Spino. Okay. Okay.
Das Ding ist einfach voll und sammelt weiter. Das ist... Okay, klar, warum nicht? Ich verstehe zwar nicht, aber es funktioniert. Das heißt, ich hätte mir niemals Sorgen machen müssen, ob nicht vielleicht die Eier nicht mehr eingesammelt werden. Ich denke mal, meine gesamte Besorgnis war absolut unberechtigt. Ich werde die... Würde ich die hier ausbrüten? Ich weiß gerade gar nicht, warte mal. Nee, an der Kibbelfarm ist besser, falls wir... Ja, wobei, den Spino, den brauche ich eigentlich eher hier so, ne? Ich glaube, ich lasse die lieber hier ausbrüten. Und werde einfach mal kurz ein bisschen Benzin besorgen gehen. Wir müssen mal wieder ein bisschen was herstellen. Sag ich irgendwie immer wieder, nicht wahr? Aber es ist halt wahr, wir müssen halt wieder ein bisschen was herstellen. So, 6 Stück sollte ausreichen, um ein paar Eier auszubrüten. Ich meine, wir haben immerhin 50-fach Breeding? Ich glaube, es war 50-fach. Dafür aber halt nur noch 10-fach Maturing, glaube ich. 10-fach war das, glaube ich, einfach weil man halt die Chance haben soll, durchaus aus den Babys auch was zu machen, durch das Liebhalten. Ich habe vergessen, was das heißt. Imprinting. Imprinting heißt das. So, die Morphodon-Armee brauchen wir immer noch. Ich will bald hier die Morphodon-Armee in Angriff nehmen. Aber ich habe gerade auch gar keine Muße dazu, irgendwie offscreen zu spielen oder so. Deswegen sind die halt noch nicht da. So, ihr bleibt bitte so. Ich muss da mal ein bisschen anfeuern. Zack, alles funktioniert einfach wieder. Ich hoffe, hier sind keine Eier schlecht geworden. Ja, passt schon. Ein bisschen vielleicht. Ein kleines bisschen. So, das raus. Auf gar keinen Fall essen. Niemals diesen Fehler. Dieser Größenunterschied, ne? Kleiner Hoden, großer Hoden. Und es ist wieder lila. Ich muss mal kurz hier gucken. Hier. Geht das nicht? Es geht nicht. Warum geht das nicht? Ich kann mein Interface nicht mehr benutzen. Egal. Scheiß drauf. Brauchen wir hier nicht. Macht nur Probleme. Ich glaube tatsächlich, der Raptor wird ein bisschen schneller fertig werden als der Spino. Aber okay. Während das Spino-Baby noch ein bisschen was braucht, ist der Raptor jetzt gleich fertig. Wow, ich brauche jetzt Fleisch. Und hab Fleisch. Das reicht auf jeden Fall aus, bis die erwachsen sind. Und Spannung steigt. Und klack, da ist er. Du winzig klein. Okay, das war nicht so geplant, aber okay. Oh, ist ja klein. Guck mal, wie klein der ist. Na du? Na du? Bist du süß? Oh, du bist so niedlich. Ich will eigentlich mal die Grafik hochstellen für einen Screenshot, verdammte Scheiße. Und wahrscheinlich gehe ich ins Inventar. So, das wollte ich haben. Na du? Guck Papa an. Oh. Ist das? Aber die Augen sind voll am Wabbeln. Das ist voll unheimlich. Ja, du bist süß. Leb damit! Den kann ich wieder rausschmeißen. So, brauchst noch Fleisch? Du brauchst immer was zu essen, ne? Imprinting, warte mal. Wo sind wir denn mit Imprinting? In 22 Minuten. Ich glaube, das wird nichts mit Imprinting. Level 160 ist der, das ist gar kein so schlechtes Level. Der hat, das ist ein hoher Melee-Damage-Wert. HP sieht okay aus. Ich bin nicht ganz so sicher. Was sieht denn hier aus? Mama, Papa, Laura und der Raptor Level 167, der noch keinen Namen hat. Patrilineal. Matrilineal. Mutations. Wie kriegt man die Mutationen hin? Das wüsste ich gerne mal. Mutationen sind wichtig. So, wie lange brauchst du noch? Oh, noch viel zu lange. Die letzten Sekunden bleiben auch für das Spino-Baby. Wir gucken uns das ganz genau an. In guter Qualität. In HD-Qualität. Oh, da ist er. Das ist nicht mal passiert. Hi. Na? Babyflosse. Und Babykrältchen. Übrigens suchen sie Namen. Nicht unclaim. Ich wollte Disable Rendering machen. Und dann Stopping. Das hier. Er ist ein Männchen, das Spino-Baby. Und der Raptor ist ein Weibchen. Ja, ist ein Weibchen. Tatsache. Ich glaube, du brauchst es zu essen. Du hast schon zu essen. Du hast Level 172. Guter Wert. Sehr. Das ist höher als die Eltern. So, viel steht schon mal fest. Und er. Oh, er hat sogar Mamas Werte geerbt. Guck mal. Mamas hohen HP-Werte und Mamas hohe Melee-Damage-Werte. Das ist sehr gut. Ich möchte gerne mal wissen. Keine Mutation. Wie kriegt man die Mutationen her? Hin. Wenn ihr das wisst, schreibt es mir doch mal bitte in den Kommentar. Guck mal. Spinner Clara ist Level 156.
Und das Spino, den wir gestern getamed haben, 155. Aber das Baby ist Level 170. 172. Das ist verdammt gut. Ja, das heißt, die haben also tatsächlich dazugelevelt. Ich meine, es bringt nichts, weil die kriegen maximal die Werte von ihren Eltern dazu und leveln auch nur von den Werten her so weit, wie sie halt auch sonst leveln würden. Das heißt, auch wenn er mit Level 1000 gestüpft wäre, er wäre trotzdem nicht viel stärker. Was leider ein wenig unverständlich ist, meiner Meinung nach, aber ja, was willst du machen, ne? So, ein bisschen Fleisch noch. Oh, du bist aber gierig heute. Oh, du bist aber sehr gierig heute. Oh, du bist aber extrem gierig. Das hat alles weggefressen. Meinetwegen. Ihr habt noch Fleisch da. Keine Sorge. Ihr werdet schon nicht am Hungertuch nageln müssen. Darf ich mal bitte in dein Inventar? Danke. Nimm dir was. Nimm dir mehr. Jo. Die kleinen Babys. Du musst raus. Ihr müsst beide raus. So, jetzt haben wir bald das Problem, dass einer von den Spalten wird sonst feststecken, das weiß ich schon. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht das Baby-Raptürchen sein wird, sondern... Oh, guck mal, wie süß der gelaufen kommt. Wie klein der einfach ist. Der sieht aber so niedlich aus. Wie klein angelaufen kommt. So. Keine Sorge, der Große da, der wird euch nichts tun. Der passt nur auf euch auf. Falls ihr mal ein bisschen Probleme bekommt. Aber hier seid ihr auf jeden Fall noch in Futterreichweite. Wenn ihr alt genug seid... Und was noch wichtiger ist, ihr seid safe, weil wir haben neuerdings einen Gartenzaun gebaut, der ziemlich praktisch ist. Wir werden jetzt, ich werde mich jetzt mal darum kümmern, dass wir noch einen Skorpion bekommen, dass wir die Kibbelfarm erweitern können oder weiter aufbauen können, weil die Bilzebufos brauchen nämlich auch die Kibbel von den großen Viechern. Nicht von den großen Viechern, hört auf mich zu folgen. Von den Skorpionen, die Eier. So, ich hoffe, wir können wirklich keinen Dillo spawnen jetzt, weil alles zu ist. Wäre ziemlich blöd, wenn plötzlich ein Dillo ankommt und anfängt, meine Babys aufzuessen. Das würde mich ärgern. Ich habe jetzt dieses Weibchen hier gefunden von einem Skorpion. Es ist Level 52? Irgendwie sowas. Wir werden es gleich sehen. Und wenn mir gleich die Ausdauer ausgeht, habe ich mich jetzt dafür entschieden, wir tamen den einfach mal eben kurz hier oben auf dem Berg. Unser Ankühl ist noch da, was sehr gut ist. Ich habe seitdem auch übrigens kein Metall mehr gefarmt, was ziemlich blöd ist eigentlich. So, und schläft. Ging schnell, ich weiß. Sollte auch nur kurz und schmerzlos werden. So, einen davon und ganz viel davon. So, guck mal hier. Frisst das und das. Und eins, zwei, drei getamed. Das ging schnell. Du bist hässlich. Weißt du das? Sie weiß es, aber sie gehört halt eben zu der Sorte Skorpion, die sich halt über Äußerlichkeiten halt nicht so viel Gedanken macht. Außerdem ist sie eine, wie heißen die? Eine Feministin. Das heißt, Äußerlichkeiten interessieren sie sowieso schon mal überhaupt gar nicht. Die sehen immer scheiße aus. Oh, ich werde so viel Hass auf mich ziehen, ich liebe es. So. Überlegen, ob es nicht vielleicht besser wäre, den für einen Screenshot zu nehmen. Aber vielleicht geht der farblich auch ein bisschen unter. So, passt. Ich muss die Grafik immer gut stellen. Ich würde so gern so spielen. Wisst ihr, wie ich gerne spielen möchte? Das an. Das an. Das geht nicht. Zack. Aber ich habe im Vulkan 30 FPS und das ist einfach zu wenig. Du hör bitte auf, mir zu folgen. Und bitte einmal auf passiv, danke. Das war daneben. Oh, Ankylos brauchen wir auch noch für die Kibbelfarm, nicht wahr? Wie viel wir noch brauchen, ist einfach der Wahnsinn. Ich denke mir immer so, boah, wir haben eh schon wieder fast alles erreicht, aber stell dann sehr schnell fest, wir haben noch lange nicht alles erreicht. Es gibt noch so viel, was wir tun müssen und können. Und das ist einfach so, es ist einfach schön zu wissen, dass man einfach nicht fertig wird. Sonst hätten wir wieder schnell das Problem, dass wir, dass mir wieder langweilig wird. Ich nicht weiß, was ich machen soll. Aber ich muss einfach alles tamen, was ich sehe. So, das alles. So. Ja, springen eben die Tiere zur Kibbelfarm. Da machen wir ein bisschen sortieren und dann baue ich ihn noch ein bisschen weiter mit dem, was wir da haben. Der Raptor ist mittlerweile Javelin und verlangt nach ein bisschen Aufmerksamkeit. Guck mal da. Javelin möchte mit mir auf einen Spaziergang gehen. Dann geh mit ihm spazieren. Komm her, Kleiner. Komm, kleiner Scheißer. Komm spazieren. Komm spazieren. Ja. Das ist dein neues Zuhause. Mama und Papa sind weg. Ich habe sie ins Kibbellager geschickt, wo sie jetzt tagtäglich... 11%, das war nicht so viel.
Aber er freut sich. 11% im Printing. Ich muss zugeben, ich habe mit ein bisschen mehr gerechnet. Das heißt, ich muss jetzt über 200 Minuten lang warten, bis ich genug imprintet habe. Bei der Geschwindigkeit wird die Zeit aber dafür nicht reichen. Oh Mann. Er braucht eine Minute erst Spaß. Und der Paddlejumper ist aber beladen und möchte gerne so langsam wieder Richtung Kibbelfarm gebracht werden. Die Tiere stehen da mittlerweile. Also in der Gegend rum. Ich muss sie noch sortieren. Das machen wir jetzt zusammen. Ja. Man sieht vielleicht, dass man nicht das sieht, was ich brauche. Nämlich Metallwände. Massenweise. Ich mache mal wieder neue. Ich habe die nämlich gestern alle kaputt gemacht, als wir die Wände bauen wollten. Nee, nicht das. Das wollte ich haben. So, 100, 200, ganz viele. Und ich könnte ja mal die Schnecken ernten. Das ist doof, weil ich möchte jetzt langsam wirklich mal zum Ende kommen. Das heißt, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen und ich bin unzufrieden, wenn ich jetzt einfach hier jetzt und hier Stopp mache. Weil wir einfach noch nicht genug getan haben, weil die Cave streamt nämlich jetzt Breath of Wild und ich will das echt gerne sehen. Das heißt also, den Anfang kenne ich eh, der ist langweilig. Müssen wir hier vielleicht mal ein bisschen vorwärts kommen. So, was haben wir denn hier? Wir haben die hier. Erstmal alle auf Passiv stellen. So. So, genau. Kommt mal hier hin. Schokolade kommt mit hier hin. So, Kiki und Lina. Ja. Oh, er schafft das sogar tatsächlich. Das Schwierigste ist, glaube ich, ich muss immer noch überall auf Change Group Whistles. Weil die nämlich auf gar keinen Fall plötzlich losrennen dürfen, wenn ich Follow mache. Dann war es das nämlich. Für uns alle. Dann sterben wir oder so, keine Ahnung. So, von denen haben wir schon was. Valentina steht so am Weg rum. Das ist okay. Die muss noch weg. So, da ist noch ein schöner Platz frei. Ich glaube, da wollte ich die hinmachen, nicht wahr? Die Raptoren und die Dillos. Ich glaube, die Dillos, die können zu den Giganotos, wo der Caprochucus ist. Mit seinen Gefährtinnen, oder? Mit Gefährte und Gefährtin. Die unterirdisch wieder irgendwas beschützen. Keine Ahnung was. Die haben halt wieder Probleme mit ihrem Stand. Die stehen hier, aber das Spiel erkennt das Ganze noch gar nicht. Ich glaube, da kann ich die ja, doch, die Dillos. Machen wir die Dillos da mit hin, oder? So, hier. Ignore. Ignore. Und ignore. So. Kommt mit. Kommt mit. Kommt mit. Und bitte nur ihr drei, ja? Danke. Ich bin noch am Überlegen, ob ich die ganzen Sachen hier so mit Wänden abtrennen soll. Oder ob ich einfach sagen soll, das hier reicht aus, um halt sowas wie Parkbuchten zu markieren. Oder ob ich das wirklich vielleicht ein bisschen höher bauen soll, dass halt wirklich Räume sind wie Tiere. Ich halte das ehrlich gesagt für ziemlich überflüssig. Aber das könnt ihr gerne entscheiden, wenn ihr möchtet, indem ihr es einfach in die Kommentare reinschreibt und mir sagt, was ihr davon denkt. So, die Dillos, die bleiben hier. Ja, genau. Haben sie schon mal sehr gut gemacht. Sie hören nicht auf mich. Muss ich wieder alle einzeln leise wisseln, wegwisseln. Wer folgt mir noch? Der, jetzt folgt mir keiner mehr. Ne? Sehr gut. Ihr bitte Eier legen. Wir brauchen ganz viele davon. Dann die, die hier. Hab ich ja schon gesagt. Hab ich ja schon gemacht. Ja, genau. Challenge to head up vessels. So, kommt mit. Oh, ich muss jetzt irgendwie durchlenken, weil jetzt ist alles wieder voll. Ja, sehr gut. Dann gehen wir hier entlang. Sehr gut. Kommt mit. Noch ein Stück. Hat einer von euch einen Sattel zufällig? Nein? Scheiße. Dann muss das eben so gehen. Ich quetsche euch einfach hier alle rein. So. Noch ein bisschen, kommt. Noch ein bisschen. Perfekt. Naja, fast. Aber es passt. Es ist gut genug, finde ich. Die stehen hier. Der Schwanz ragt raus. Das ist nicht so gut, wenn wir eines Tages angegriffen werden sollten. Wobei, ich muss hier gar nicht weiterbauen gerade, weil wir haben das jetzt alles zwei hoch. Das heißt also, es ist einfach zu. Es ist dicht. Das reicht mir, ehrlich gesagt, erstmal. Wir müssen das halt, ja, im Laufe der Zeit halt ein bisschen anpassen noch. Aber im Moment habe ich ja gerade gar keine Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. So, die Raptoren, die können eigentlich mit hier rein. Ich meine, wir haben den Platz, warum sollten wir ihn eigentlich verschwenden, nicht wahr? So. Und da hier sowieso keine Babys gemacht werden.
Kann ich das Ganze auch einfach so machen. So, Change, ignore. Ich glaube, der schläft jetzt. Das reicht aus. Ach komm, was mache ich eigentlich für den Scheiß wieder? Ich muss doch einfach so machen. So, dann bringe ich wieder hin, dann passt das Ganze. Ich guck gleich nach, ob ich viel Schaden tame den vielleicht kurz. So, ich meine, der ist noch niedrig im Level. Der kann in der Kibbelfarm bleiben, meinetwegen. Kann hier versauern. Und glücklich und zufrieden sterben. Sofern er das Ganze hier überlebt. So. Da. Pass, guck mal hier, alles eingepasst. Change, ignore. Könnt ihr damit aufhören? Ich meine das ernst, hört damit auf. Okay. Die sind gut, die stehen da. Dann die Spucke hier wegmachen. So, habe ich Fisch in der Nähe? Mal gucken, wir können ja kurz tamen. Oh, es geht los, Breath of Wild. Fleisch haben wir da, aber der frisst ja nur Fisch, ne? Das ist ja so ein scheiß Feinschmecker. Habe ich vielleicht, nein, habe ich nicht. Ich hole kurz ein bisschen Fisch für den. Vielleicht schmeckt ihm das hier. Dann haben wir so ein Vieh. Nebenbei getamed. Und wenn ich sage nebenbei, dann meine ich wirklich nebenbei. So, Fischi, 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 Fischi. Fischi, 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 Fischi. Fischi! So, mehr Fischi, Fischi? Da, Fischi, Fischi, Fischi. Der gibt hier nur Fleisch. Geht weg! Böse Fischi, Fischi. Da ist ein Rochen, Fischi, Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. Fischi, 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 Fischi. Ich kann das nehmen, weil die eh keine Haut geben, nicht wahr? Da, Fischi, Fischi, Fischi. Fischi, Fischi, Fischi. Ich wollte das Fleisch. Den Stein nicht haben. Egal. Stört mich gerade auch eigentlich gar nicht so wirklich. Kann ich ja wieder rausschmeißen. Boah, wie viel das einfach war. Fischi, Fischi. Oh, großer Fischi, Fischi, Fischi. Bleib hier, Fischi, Fischi, Fischi. Sehr gut. Ist der rochen? Ah, hat mich gesehen. Fischi, 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 Fischi. So, jetzt haben wir genug Fisch. Glaube ich, hoffe ich. Muss sein, oder? Ja, klar. So, 1, 2, 3. Ein bisschen was essen, weil wir wollen ja auch nicht unbedingt verhungern, nicht wahr? So, die Stadt kann ich wieder zumachen. Muss ja keiner reinkommen, wenn ich hier bin. So, du da. Da hast du Fischi, Fischi, Fischi. Wow. Das bringt ja fast gar nichts. Haben wir noch so ein Ding? Nee, ne? Nicht hier jedenfalls. Also Selektivo meine ich natürlich. Nö. Tja, dann. Ganz ehrlich, scheiß auf Fischi, Fischi, Fischi. Oder den da. Entweder wird er getankt oder nicht, aber wenn es weit ist, dann wissen wir es. Gut. Wer noch fehlt, sind die. Die haben, ne? Davon haben wir schon welche. Ja, davon auch schon welche. Die, die hier können eigentlich einfach mit zu den Raptoren. Ich meine, wie gesagt, den Platz haben wir. So ungefähr. Ich glaube. Hör bitte auf, jetzt zu folgen. Das ist unheimlich, danke. Ich glaube tatsächlich. Ich kann die. Ey! So ein bisschen hintereinander parken. Dann, können wir den Platz auch optimal ausnutzen. Ignore Group Whistles. Dann kriegst du den hier. Ignore Group Whistles. Ich stelle dich... Kann ich dich daneben stellen? Ja, das geht sogar noch so ein bisschen. Aber jetzt hänge ich fest. Ah! Moment. So, Problem gelöst. Ganz ohne zu cheaten. Ist das nicht großartig? Ja, kennt man von mir so gar nicht, nicht wahr? So, und du, die stelle ich jetzt einfach daneben. Aber ich brauche den Sattel. Sonst komme ich da nicht hin. Das heißt daneben. Dahinter meine ich natürlich. So. So. Und so. Einfach dahin stellen. Passt. Wir können ruhig ein bisschen platzsparend sein. Immerhin müssen noch Brontos hier rein. Und da brauchen wir den Platz für uns. Ja, für uns. So. Schlaf weiter. Scheiß auf Effizienz brauchen wir eh nicht.
Die Knarre kann ich eigentlich da lassen. Munition habe ich eh gerade keine mehr dabei. Dann noch die Stegos. Und dann haben wir eigentlich auch erstmal alle, nicht wahr? Dann ist der Rest einfach nur Rest, der hier noch gar nichts zu suchen hat. Braucht ihr etwa jetzt einen eigenen Bereich? Das sind alles Fleischfresser. Ja gut, nee, die Ceresinos sind ja Pflanzenfresser. Am besten, ich mache für die wirklich meinen eigenen Bereich, aber ich brauche einen Sattel. E-Points. Stego-Sattel. Kann ich sogar hier machen. Kann ich den dann vielleicht auch schnell basteln oder geht das nicht? Hide, Fiber, Wood. Ja doch, da werde ich bestimmt schnell was zusammenbekommen, oder? Einer der Fleischfresser hat da bestimmt wieder Hide dabei, ne? Ihr habt doch immer Hide. Ihr habt immer irgendwas dabei. Ah, da nicht so. Du vielleicht? Auch nicht? Ihr was? Ja, ihr habt was. Auf die Dillos ist immer Verlass. Dillos sind echt die besten von allen. Na, die zweitbesten. Die Morphern sind cooler. Hast du was? Nein. Und du? Auch nicht. Was ist denn los mit euch, Gigas? Ihr lässt nach. Ich habe mal gar nicht. Die Spinos haben vielleicht was. Hallo? Da, perfekt. Ich denke, das reicht. Dann ein bisschen Holz und ein bisschen Fiber ist ja wohl sehr, sehr schnell besorgt. Haben wir vielleicht ein Ceresino mit? Ja, perfekt. Guck mal. Gehen wir ganz kurz einfach ein bisschen was holen, ne? Brauchen wir gar keine eigenen Werkzeuge zu verwenden. Aber ich muss trotzdem absteigen, wie es im blöden Gate. So, das Holz. Jetzt hab ich es. Mal ein bisschen so. Wir haben alles. Und perfekt. Wir müssen davon auch nicht mal ein Escans oder sowas, so einen Scheiß bauen. Können wir hier ein bisschen was mitnehmen. Für den Fall, dass wir was getamed haben. Oder vielleicht ein bisschen Fiber brauchen könnten. So, ich dehydriere. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich kriege das gar nicht mehr mit, weil ich dieses Torpor-Ding ausgeschaltet habe, ne? Aber es passt noch. Eigentlich hätte der Ceresino draußen bleiben können. Den brauchen wir nicht hier. Gut, Stege Nummer 1. So, kriegst den hier. Dann den hier. Whistle Vincent und Stego Nummer 2. Und dann gehen wir jetzt in die Ecke da hinten. Und stellen die da einfach ab. Und dann passt das für mich. Ist gut genug für mich. Oh Gott. Oh Gott. Ich sehe Breath of Wild im zweiten Monitor. Ihr nicht, weil ich höre leider das auch nicht. Ich werde die Stegos jetzt noch kurz abstellen. Dann gucken wir nochmal nach den Babys. Und dann mache ich auch Schluss. Weil, wie bereits erwähnt, ich werde gleich runterfallen. Ich sehe es kommen. Ich werde jetzt runterfallen. Pass auf. Ja. So, Following. Ach ja, genau. Man kann ja... Boah, ich vergesse das immer. Man kann ja die Richtung drücken, wo man aussteigen möchte, nicht wahr? Ich vergesse das immer, weil das einfach nie da war. So. Dann, Change Group Ignore. Change Group Ignore. So. Perfekt. Dann... Ja, den hier als nächstes. Der wird mit Sicherheit wieder Probleme machen, weil er so scheiße nachsteht. Pass auf. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab's... Ah, jetzt geht's. Ah! Geh da rein. Ich hab's gewusst. Ich hab's einfach gewusst, dass so eine Scheiße wieder passieren wird. Es ist immer mit solchen Tieren. Immer. Jedes einzelne Mal. So. 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 Mann. So, jetzt aber. Ah, komm schon. Stegos sind einfach eine Qual für sich. So. Bin ich jetzt endlich neben... Oh Gott. Das setzt mich die ganze Zeit zurück. Das ist so nervig. So. Absteigen. Gib mir den Sattel. Versauer. Stirb. Du bist außerhalb der Fressensreichweite. Verhunger einfach elendig. Dummes Stück Scheiße. Was? Nein, ich meine natürlich... ich bring dir bald was zu essen, du lieber kleiner gestachelter Freund. Stachelplattenfreund. Nicht. Scheiß Rexvieh. So, abgestiegen. Und, ja, die Kibbelfarm, die wächst. Bald haben. Ich hoffe, die Reichweite reicht auch. Ja, doch, sollte so ganz knapp ausreichen. Wenn nicht, ja, ich hatte sowieso vor, in jede Ecke und in jede Mitte, also auf den beiden Seiten, nicht vorne und hinten, sondern da in die Ecke, da in die Mitte, da in die Ecke, da in die Ecke, hier in die Mitte und da in die Ecke, so einen Egg-and-Poop-Kollektor einzusetzen. Einfach weil man damit deutlich effizienter arbeitet. Dann natürlich das Stromnetz unterirdisch habe ich, glaube ich, schon weitestgehend verlegt. Da ist zumindest überall am Rand entlang ist da Kabel verlegt. Und dann muss ich halt nur noch diese Dinger setzen und so. Und dann passt das eigentlich. Gut, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal, ja, mal gucken.
Wir haben noch eine ganze Menge was tamen müssen. Bis zum Wochenende oder bis nach dem Wochenende. Und danach kommt ja eh schon die Extinction Mod. Was willst du denn? Knuddeln. Nur 6%? Alter, mit dir knuddel ich nochmal. Vielleicht stelle ich bitte die Scheiße so hoch, dass es eh nichts bringt. Kannst du wieder runterstellen. Da bringst du vielleicht noch 2%. Aber man kann es am wenigsten 10-mal in den 20 Minuten machen. Ach nee, warte, ihr frisst ja schon aus dem Futtertrog, ne? Nee, du noch nicht, du bist noch ein Baby. Du kriegst noch Fleisch. Du frisst schon aus dem Futtertrog. Den ist vielleicht weg, so. Frisst gefälligst wie ein erwachsenes Kind. Wie ein erwachsenes Kind, genau. Wie ein großer Junge einfach von da, okay. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute. Die Babys sind versorgt. Die Farm ist ein bisschen sortiert. Der Platz hier ist aufgeteilt. Und wir haben eigentlich unsere Ziele erreicht für heute. Und ich würde sagen, das war's auch für heute. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über das Däumchen nach oben. Abonniert meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. So war's. Bis dann, mach's gut. Ciao.